Für den einen Job bist du zu alt, für den anderen zu überqualifiziert, wirst arbeitslos, dann fehlt es ein bisschen am Geld, dann kommt eine Scheidung, Familie ist weg, du fängst an mit Trinken und auf einmal stirbst du einsam, alleine in der Wohnung und liegst einfach 8 Wochen oder 3 Monate tot und dich findet niemand. Eine falsche Entscheidung, irgendwas in Sand gesetzt und dann war alles weg, manchmal hat man Pech. Ein Lebenswerk verpulvert über Nacht, man ist nicht immer schuld an den Schulden, die man hat. Aussortiert beim Arbeitsamt, passt in keine Datenbank, also greift er ab und an in den Müll für Pass entfernt. Dann kommt ein Angstzustand oder eine Sucht oder eine Krankheit dann oder alles zusammen, alle ließen ihn hängen. Deswegen hat er angefangen, Dinge zu sammeln und kann sich leider nie von ihm trennen. Ist für die Seele Ersatz, eine volle Wohnung bedeutet fürs Alleinsein ist weniger Platz. Wer trägt seine Schmerzen? Ihr habt ihn nie gesehen. Er ist unsichtbar und muss erst sterben, damit wir ihn bemerken. Ihr habt ihn nie gesehen, er ist euch so egal. Solange auf der Couch ein Fleck ist, ein Fußabdruck auf dem Teppich, bis das letzte Staubkorn weg ist. Wenn sich jemand erinnert, lebt er nochmal. Er sieht nur den Hass in ihren Blicken, die weit ist, sie sehen ihn nicht mal an. Jede Herde packt die Schwachen in die Mitte. Nur wir nicht, unsere drängen wir an den Rand und vergessen sie dann ganz. Menschen wollen Distanz, dein Pech ist dein Pech, steck mich damit nicht an. Er lebt zwar nebenan, doch wenn du ehrlich bist, in letzter Zeit ist dir nichts aufgefallen, nur ein wenig mehr Gestank. Klar lässt er sich jetzt gehen. Es geht gar nicht ums Geld, keine Rente reicht zum Leben. Kein Gruß im Treppenhaus, keine nette Geste. Wann hat er das letzte Mal geredet? Außer bei Selbstgesprächen, Fotos, Briefe, alte Zeugen. Es gab eine Zeit, da hat da jemand was bedeutet. Und sowas macht dein Leben wertvoll, doch landet dann am Straßenrand als Sperrmüll. Wer trägt seine Schmerzen? Ihr habt ihn nie gesehen. Er ist unsichtbar und muss erst sterben, damit wir ihn bemerken. Ihr habt ihn nie gesehen, er ist euch so egal. Solange auf der Couch ein Fleck ist, ein Fußabdruck auf dem Teppich, bis das letzte Staubkorn weg ist. Wenn sich jemand erinnert, lebt er nochmal. Einsamkeit macht krank. Wer trägt seine Schmerzen? Ihr habt ihn nie gesehen. Er ist unsichtbar und muss erst sterben, damit wir ihn bemerken. Ihr habt ihn nie gesehen, er ist euch so egal. Solange auf der Couch ein Fleck ist, ein Fußabdruck auf dem Teppich, bis das letzte Staubkorn weg ist. Wenn sich jemand erinnert, lebt er nochmal. Einsamkeit macht krank.